Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Predigttext findet sich bei dem Propheten Jeremia im 20. Kapitel und er führt uns weit zurück in der Zeit. Jeremia lebte im 7. Jahrhundert vor Christi Geburt. Aber um die Zusammenhänge zu verstehen, müssen wir nochmal 100 Jahre weiter zurück. Damals gab es zwei Großmächte, im Süden Ägypten und im Osten Assyrien. Und die beiden hatten mal wieder Streit miteinander. Das ging natürlich darum, wer der Größte ist. Also zogen sie los, um sich zu bekriegen. Und blöderweise liegt Israel genau in der Mitte. Da muss man durch, wenn man sich mit dem anderen anlegen will. Und als wenn es nicht schon klein genug wäre, war Israel zu dieser Zeit in zwei Teile zerfallen. Ein Nordreich, genannt Israel unter König Hoschea, und ein Südreich genannt Juda unter König Hiskia. Nach menschlichem Ermessen hatte das kleine Volk der Juden natürlich keine Chance gegen die übermächtigen Gegner. Aber hey, hatten sie nicht Gott auf ihrer Seite? Da war doch was. Er hat sie doch unter Mose damals aus Ägypten befreit. Und hat dem Pharao einen auf die Nase gegeben. Und dann hat er einen Deal mit ihnen geschlossen. Hat gesagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Dann hat er ihnen dieses Grundgesetz gegeben auf den beiden Tafeln, die 10 Gebote. Erstes Gebot, ich bin der Herr dein Gott, der dich befreit hat aus Ägyptenland. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und sein Deal war, ihr haltet euch an diese Gebote, sind leicht zu merken und so, und ich werde euch beschützen. Hat nicht funktioniert. Schon in der Hochzeitsnacht ist die Braut untreu geworden. Mose kam vom Berg und das Volk hatte sich ein goldenes Kalb gemacht. Nach dem Motto, man weiß ja nie, wir sind hier in der Wüste und denn nur ein Gott und der ist auch noch unsichtbar und wie soll das werden und Mose ist nicht da, also wir brauchen das goldene Kalb. Und so ging es in der Geschichte Israel weiter. Götzenbilder selbst im heiligen Tempel, überall Wahrsager, Totenbeschwörer, das ganze Land war verunreinigt. Ich meine, es war nicht so, dass die sich jetzt von Gott völlig abgewendet hätten. Die Gottesdienste liefen weiter. Also man hielt sich an der guten alten Tradition fest. Man wusste ja, was sich gehört, aber nebenher betrieb man allen möglichen religiösen Firlefanz. Bis hin zu Kinderopfern, weil die fremden Götter sich nicht mit ein paar Schafen zufrieden gaben. Und außerdem tat jeder, was er wollte, weil niemand sich so wirklich an die Gebote Gottes gebunden fühlte. Die Reichen wurden immer reicher und die Armen wurden immer ärmer, weil es den Reichen gelungen war, ihre eigenen Gesetze zu schreiben. Und Gott hat das nicht so laufen lassen, er hat reagiert. Er hat seine Propheten geschickt, um das Volk zu warnen. Und die sind durch das Land gezogen und haben gesagt, lasst es bleiben, kehrt um. Lasst ab vom Götzendienst und seht zu, dass Recht und Gerechtigkeit in diesem Land herrschen. Aber es hat niemand auf sie gehört. Die Propheten wurden mundtot gemacht und alles ging so weiter wie bisher. Und so hat Gott sich zurückgezogen. Und das Nordreich fiel in die Hände der Assyrer. 722 vor Christus endete die Geschichte Israels. 10 von 12 Stämmen sind damals untergegangen. Übrig blieben die Stämme Juda und Benjamin, das Südreich. Ein winziger Rest, aber immerhin, im Südreich lag Jerusalem. Und in Jerusalem lag der Tempel. Die heilige Wohnung Gottes. Und es gab Hoffnung im Land. Da gab es einen jungen König mit Namen Josia. Und Josia ließ die Götzentempel schließen und er ließ die heidnischen Statuen verbrennen. Aber es kam zu spät. Der Aberglaube war schon so tief im Volk verwurzelt, dass sie zwar äußerlich dem König gefolgt sind, aber im Geheimen hing sie dann immer noch dem alten Götzendienst an.
Und noch immer befand sich Israel politisch gesehen zwischen zwei Mühlsteinen. Auf der einen Seite Ägypten und auf der anderen Seite Assyrien. In diesen Jahren, mittlerweile schreiben wir das Jahr 626 vor Christus, sprach Gott zu einem jungen Mann. Wir wissen nicht genau, wie alt er war. Ich stelle mir vor, dass er so im Konfi-Alter gewesen ist. Vielleicht ein bisschen älter, so wie Greta Thunberg aus Schweden, die mit ihren 16 Jahren einer der einflussreichsten Teenagerinnen der ganzen Welt geworden ist. Also Gott spricht zu Jeremia und sagt zu ihm, ich will, dass du losgehst und dass du mit den Leuten Klartext redest. Erklär ihnen, wer ich bin und was in ihrem Leben falsch läuft. Und Jeremia sagte, das kann ich nicht. Ich bin viel zu jung. Wie soll ich das machen? Und Gott sagt, sag nicht, du bist zu jung, sondern geh hin und richte aus, was ich dir sage. Und so zog Jeremia los und predigte. Und in seinem jugendlichen Eifer hat er kein Blatt vor den Mund genommen, hat den Leuten den Spiegel vorgehalten. Aber wie das so ist, wenn einer dem anderen einen Spiegel vorhält, dann können zwei Dinge geschehen. Erstens, die Menschen könnten reinsehen in den Spiegel und könnten ihr äußeres Erscheinungsbild in Ordnung bringen. Oder, und das passiert wohl leider häufiger, sie können auf diejenigen losgehen, die ihnen den Spiegel vorhalten und sagen, wie kannst du es wagen, mir so ein hässliches Gesicht, so ein hässliches Bild vor die Nase zu halten? Tu das weg! Wir hören das. Die Kinder sollten doch lieber in die Schule gehen, anstatt zu demonstrieren und zu verlangen, dass wir wirklich was gegen die Klimakatastrophe unternehmen. Mal, die haben doch keine Ahnung von Arbeitsplätzen und Wirtschaft und so schlimm wird das ja schon nicht sein mit der Klimaerwärmung, sagt Trump doch auch. Also lass doch ein paar Pazifikinseln absaufen, was kümmert es uns? Der Spiegel ist schuld, nicht wir. Also mit anderen Worten, Jeremia war nicht besonders beliebt. Die Leute haben ihn gehasst. Immer wieder wurde er verprügelt und mit Steinen beworfen oder ins Gefängnis geschmissen. Einmal haben sie ihn in eine Zisterne geworfen. Aber das Schlimmste war das nicht. Am schlimmsten war es für ihn, die Zukunft so genau vor Augen zu haben und trotzdem nichts dagegen zu tun können. Nichts dagegen tun zu können. Also er sah die Bilder der Zukunft, er sah die brennende Stadt Jerusalem, er sah den zerstörten Tempel, all das, was sich im Jahre 597 tatsächlich ereignen sollte, aber er musste erleben, dass niemand auf seine Worte hören wollte. Das war zum Verzweifeln. Und im heutigen Predigttext ist er an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Kurz zuvor hat ihn ein Mann namens Paschur, das war der Vorsteher des Tempels, schlagen lassen und für eine Nacht in den Block geschlossen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Museum, ne? So ein Ding, wo die Arme durch so ein Holzdings kommen und die Füße und dann ist man da festgezurrt und kann sich nicht bewegen. Warum hat er das gemacht? Jeremia hat gegen ein Tabu verstoßen, er hat gegen den Tempel gepredigt. Er hat gesagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Und das damalige Dogma war, Gott wohnt in seinem Tempel. Es gab auch Einnahmen, ne? Die Menschen kamen von überall her. Und Gott wohnt in seinem Tempel und er wird seine Stadt beschützen. Das war Dogma. Und dagegen hat Jeremia gepredigt. Und deswegen kriegte er es mit den Priestern zu tun. Also ausgerechnet von denen verfolgt, die doch das Wort Gottes im Land hochhalten sollen, wendet sich Jeremia an Gott, an seinen besten Freund und Verbündeten und macht das Beste, was man in solch einer Situation tun kann. Er wirft ihm all seinen Kummer vor die Füße. Und das hört sich so an. Ich lese aus Jeremia 20, 7 bis 11, Hoffnung für alle. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Und nun werde ich lächerlich gemacht. Tag aus, Tag ein, alle verhöhnen mich. Denn so oft ich das Wort ergreife, schreie ich, Gewalt und Zerstörung erwarten euch. Doch deine Botschaft bringt mir nichts als Hohn und Spott.
Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und ich will nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe ja versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von ihm hört man nichts als Schreckensmeldungen. Zeigt ihn an, wir wollen ihn verklagen. Alle, denen ich vertraut habe, lauern darauf, wann ich zu Fall gebracht werde. Vielleicht lässt er sich hereinlegen, dann ist er in unserer Gewalt und wir können uns an ihm rächen, sagen sie. Aber du, Herr, du stehst mir bei wie ein mächtiger Held. Darum werden meine Feinde stürzen und nicht den Sieg davontragen. Nein, es wird ihnen niemals gelingen. Unvergesslich und groß wird ihre Schande sein. Was für eine verfahrene Situation. Jeremia kann nicht mehr, er ist am Ende. Er kann nicht mehr im Namen Gottes reden. Er hält es nicht mehr aus, diese ewigen Anfeindungen, dieses Gefühl, ganz alleine dazustehen und immer bekämpft zu werden, obwohl er ganz genau weiß, dass er recht hat mit allem, was er sagt. Er will nicht mehr. Und doch weiß er genau, ich kann es auch nicht lassen. Ich habe es ja probiert, aber die Wahrheit muss raus. Wie soll er denn die Dinge auch einfach so laufen lassen, wenn er in die Zukunft sehen kann? Er kann doch nicht so tun, als wäre er taub und blind. Auch wenn die Leute nicht hören wollen, sie müssen es doch wenigstens erfahren. Er kann sie doch nicht einfach in ihr Unglück laufen lassen. Und seine einzige Zuflucht in dem Dilemma ist Gott selbst. Du, Herr, wirst mir helfen. Der Herr wird mir beistehen. Auch wenn du mich in diese Lage gebracht hast, du bist meine einzige Hoffnung in der Not. Es geht um Nachfolge heute. Das ist das Thema dieses Sonntags. Und wir spüren, Gott nachzufolgen, sich bedingungslos auf ihn einzulassen, ist alles andere als ein einfacher Weg. Es ist ein Weg, der Menschen an ihre Grenzen bringen kann und darüber hinaus. Es ist ein Weg, an dem du zerbrechen kannst. Und trotzdem halten Menschen an diesem Weg fest. Jeremia musste leiden. Er hat am Ende seines Lebens miterlebt, wie Jerusalem gefallen ist. Er wurde von seinen eigenen Leuten nach Ägypten verschleppt und dort, so sagt es jedenfalls eine außerbiblische Tradition, wurde er gesteinigt. Aber er hat an Gott festgehalten bis ans Ende. Wer schon mal in Israel war, weiß es, östlich von Jerusalem steht oben auf dem Ölberg eine kleine Kirche mit einem wunderbaren Ausblick auf die ganze Stadt. Sie trägt den Namen Dominus Flevit, auf Deutsch der Herr weint. Sie erinnert nämlich daran, dass auch Jesus die Leiden des Jeremia geteilt hat. Er hat Wunder getan und hat gepredigt und trotzdem bei seinem Volk nichts erreicht. Und mit diesem Blick auf die Stadt muss er weinen, weil er deutlich vor sich gesehen hat, was eine Generation später passieren würde. Im Jahre 70 nach Christus kam es zu einem Aufstand gegen die Römer, in deren Folge die Stadt zerstört wurde. Und von dem zweiten Tempel, der damals als Weltwunder galt, blieb kein Stein auf dem anderen. Alles wurde zerstört. Und es gibt nichts, was Jesus dagegen tun könnte. Er ist Gottes Sohn, er ist mächtig, er kann Wind und Wolken gebieten und was nicht alles. Aber den Menschen, die nicht auf ihn hören wollen, kann er nicht helfen. Und auch Jesus stirbt als Folge seiner Prophetentätigkeit. Auch er hat das Unverzeihliche getan und hat gegen den Tempel gepredigt. 12 Jünger sendet er in die Welt, alle sind sie eines gewaltsamen Todes gestorben, weil sie das Evangelium verkündet haben. Ebenso Tausende von denen, die das Evangelium angenommen haben. Über 3 Jahrhunderte hinweg wurden im Römischen Reich Christen verfolgt. Sie wurden in der Arena von Löwen zerfleischt, sie wurden gekreuzigt oder als lebendige Fackeln verbrannt. Bis schließlich Kaiser Konstantin der Große im Jahre 313 nach Christus das sogenannte Mailänder Edikt erlassen hat. Danach wurde es dann Staatsreligion, aber
Auch in der Gegenwart gibt es Christenverfolgung. Nach Einschätzungen von Open Doors werden weltweit über 200 Millionen Christen unterdrückt, umgebracht oder verfolgt. Man kann sich in Einzelfällen darüber streiten, ob das jetzt Christenverfolgung ist oder nicht. Etwa die 120 Christen, die in Nigeria von Muslimen umgebracht wurden, jetzt gerade in der letzten Zeit. Da kann man sagen, ging das jetzt um ihren Glauben oder waren das noch andere Gründe, weil es da irgendwie so einen Konflikt zwischen Nomaden und Bauern gab. Aber selbst wenn man diese Zahl halbiert, bleiben noch mehr Menschen übrig, als die Bundesrepublik Einwohner hat. 100 Millionen, die um ihres Glaubens willen leiden. Und man fragt sich, warum machen die das mit? Sie könnten es doch so einfach haben. Wenn ihnen die Kalaschnikow an die Schläfe gehalten wird, einfach den muslimischen Glauben der Terrormilizen annehmen. Und alles ist gegessen. Oder dem Glauben ganz abschwören, wenn sie in Nordkorea oder China leben. Einfach aufhören, in die Kirche zu gehen. Sie können ja ihren Glauben ganz für sich in der Stille praktizieren, dann würden sie auch keinen Ärger bekommen, so wie Millionen Kirchenmitglieder in den westlichen Ländern. Warum machen sie das? Die Antwort ist einfach. Wer einmal die Wahrheit geschmeckt hat, der kann sich mit dem Fadengeschmack der Halbwahrheiten nicht mehr abfinden. Wer einmal begriffen hat, dass Gott eine Realität ist, dass es ihn wirklich gibt, dass er nicht nur frommes Gerede ist, sondern dass man mit ihm Erfahrungen machen kann. Wer das einmal begriffen hat, der kann nicht mehr ohne ihn. Koste es, was es wolle. Der würde innerlich vertrocknen oder, wie Jeremia sagt, verbrennen. In unserer westlichen Kultur, die ganz stark von Luxus und Besitz geprägt ist, ist das schwer zu verstehen. Die Leitfragen unserer Gesellschaft lauten, was habe ich davon und was bringt mir das? Aber mit diesem Ansatz lässt sich der Weg der Nachfolge nicht verstehen. Es geht im Glauben nicht um die Frage, was er mir bringt, sondern es geht darum, was Gott von mir erwartet. Wer nur deswegen an Gott glaubt, weil er sich persönliche Vorteile davon erhofft, wird vermutlich enttäuscht werden. Wie schräg das ist, also an Gott zu glauben, weil man persönliche Vorteile erwartet, das erkennt man, wenn man das mal so auf eine menschliche Beziehung überträgt. Ne? Warum bist du eigentlich mit deiner Frau zusammen? Naja, sie hat Geld und sie kann gut kochen und sie wäscht mir meine Wäsche. Keine gute Antwort, so verglichen mit, ich kann ohne sie nicht leben. Sie bedeutet mir alles, sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Es geht im Glauben um Beziehung. Es geht darum, dass Gott uns über alle Maßen liebt und wie jeder Liebende darauf brennt, dass wir seine Liebe erwidern, egal ob es den anderen gefällt, egal ob sie uns belächeln oder gar verprügeln. Das hat Jesus von seinem Weg auch nicht abhalten können. Nicht einmal die Kreuzigung konnte ihn davon abhalten, den Vater im Himmel und dich von Herzen zu lieben. Amen.